So, wir steigen hier wieder ein bei Spec Ops The Line. Hinweis, was hier eigentlich los ist. Und Karten, Vorräte, Munition. Sieht wie ein normaler Vorposten aus. Nein, oben muss noch mehr sein. Check die Magazine. Wer weiß, was uns erwartet. Schlimmer als das draußen kann es kaum sein. Hey, Vorsicht, Lugo. Nein, er hat ja recht. Was draußen passiert ist, war nicht schön, Lugo. Aber wir wurden gezwungen. Und ich weiß auch von wem. Ah, aber irgendwie kriege ich für die für dieses Gewehr keine Money von den Jungs. Also nehmen wir mal die AK, weil die flackt hier ja fleißig rum. Oder? War doch zumindest so, ha? Muss nachladen. So. Die 417er, die Schrotflinte. Gehen wir noch dahinter, bevor wir uns in das Getümmelwagen da oben vielleicht. Ja, siehst du da liegen noch Granaten. Das brauchen wir nicht. Okay, schaut doch gut aus. Würde ich mal sagen. Ich muss jetzt einmal in den Settings schauen, wie man die Schussreihenfolge von der AK ändern kann. So, dann gehen wir mal rauf. Jo, in der letzten Folge hatten wir hier irgendwie ein Schlamassel. Stimmt, da habe ich eigentlich hier aufgehört. Ich weiß nicht, was YouTube da wieder gemacht hat. Aber wir nehmen es jetzt einfach ab hier mal auf. Halt, Umschalttaste. Na, kicken wir mal, was da los ist. Was zum Geier? Phosphor, ich schwör's, diese Scheiße will ich nie wieder im Leben sehen. Seht mal, Marken. Von wem? Conrads Kommando. Ich kannte die Männer. Hört mal. Nicht besser als ich, das verspreche ich Ihnen. Er weiß, dass wir hier sind. Ich konnte sie nicht mitreißen. Da haben sie gemeutert. Dumm an einem Ort wie diesen. Ich werfe ihnen nichts vor. Sie glaubten, das Richtige zu tun. Aber um die Ordnung aufrechtzuerhalten, war es nötig, ein Exempel zu statuieren. Colonel, ich bin Captain Walker. Captain Walker. Ja, ich erinnere mich an Sie. Es war in Kabul, oder? Sie haben sich dort bewundernswert geschlagen. Colonel, bitte. Um was geht es hier? Ums Überleben, Captain. Schlicht und einfach. Alles hier ist am Wanken und droht zusammenzustürzen. Aber das wissen Sie ja schon. Den Rest müssen Sie selbst herausfinden. Willkommen in Dubai, Gentlemen. Also, kommen Sie raus, Captain. Was ist denn los, Walker? Wir lagen falsch. Nicht Radioman beherrscht Dubai. Er ist nur ein Lakai. Wie, was? Es ist Conrad. Er hat das alles hier getan. Okay. Und was jetzt? Wir spielen mit. Fürs Erste. So, Kapitel 9. Du hast den Kerl also gekannt? Das dachte ich. Eine sehr kühne Behauptung, zu sagen, Sie kannten mich. Als ich in Kabul unter ihm diente, war er ein Ehrenmann. Weil ich Sie gerettet habe? Ich habe viele Leben gerettet, Captain. Und noch mehr beendet. Ja, das glaube ich, du Zipfel. So. Die Autos sind hier alle richtig schön im Sand begraben, also keine richtige Deckung. Ich verstehe das alles nicht. Keine Sorge, das kommt noch. Okay. Da sind Scharfschützen. Kein
kein Grund zur Sorge, Captain. Die Scharfschützen sind nicht für euch. Was soll der Scheiß hier? Das ist Dubai, Captain. Das hier ist mein täglich Brot. Ich habe die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ohne sie wären wir alle schon längst tot. Das ist ein Test. Ja, so ist es. Der Zivilist da rechts hat Wasser gestohlen. Ein Kapitalverbrechen. Der Soldat links hatte den Auftrag, ihn festzunehmen. Das hat er getan. Und dabei die ganze Familie des Mannes umgebracht. Fünf unschuldige Menschen sind tot. Nur weil diese zwei Bestien sich nicht beherrschen konnten. Verstehe. Wir sollen entscheiden. Was denn? Lasst uns verschwinden. Lugo hat recht. Lasst uns abhauen. So weit weg wie möglich. Es reicht. Offenbar nicht, denn wir sind noch hier. Sie sind schuldig. Aber was ist Gerechtigkeit? Und wie würden Sie richten? Das ist ein Befehl, Captain. Wer lebt? Wer stirbt? Richten Sie über diese Männer. Oder Sie teilen Ihr Schicksal. Das geht nicht, Walker. Ja, nichts wie weg hier. Und wohin? Die haben uns umstellt. Was soll man machen? Ja gut, ich kann die ja gar nicht erschießen. Aber wie soll ich entscheiden? Sie haben keine Zeit mehr. Ich muss jeden Tag solche Entscheidungen treffen. Warum soll es Ihnen anders gehen? Ja, und wie soll ich die Entscheidung treffen, du Pfosten, hey? Mörder oder Dieb? Sie würden gut hierher passen, Captain. In einem anderen Leben vielleicht. Oh Mann, oh Mann. Warte nach. Ich danke Ihnen für Ihre Dienste, Captain. Sie können wegtreten. Lass uns bloß verschwinden. Verdammt, Walker. Wollten Sie was sagen, Lieutenant? Ja, was machst du für einen Scheiß? Mir gefällt das auch nicht, aber die hatten uns umzingelt. So einen Scheiß machen wir nicht. An den Tag! Colonel, wenn Sie nicht zuhören, schießen Sie Ihre Leute ab! Wieder einer! Wir haben uns nur verteidigt. Nein, er kommt aus der Deckung. Wie sieht's aus, Walker? Wir wehren uns und kämpfen. Ja, ich geh voraus. Scheiße, mit der schweren Beschuss. Oh, was war denn das? Aus. Kendo am Boden! Ziel am Boden! Hinterm Auto! Legt ihn um! Okay, bin dabei! Mach das rein! Granate! Er ist tot! Deckt mich, ich starte da! Feindbewegung! Schaltet die scheiß Schrotflinte aus! Die sind erledigt! Hey. Mit Schrotflinte! Vorsicht! Da! Lange Distanz! Greife an! Das ist ein Sturm! Ich seh's! Wenn er kommt, verkriegt euch! Warte! Hier ist einer ohne Deckung! Feind getötet! Ziel am Boden! Legt ihn um! Ich lege ihn um! Oh, da geht's.
Okay. Pfeift der Wind ganz schön durch. Da will einer aus der Deckung! Kendo am Boden! Kendo, beweg dich! Leg ihn um! Alter, da soll man doch was sehen, hey. Leck mich am Arsch. Ganz dringend. Ich sehe es. Los, los. Ich weiß, Sie hören zu, Colonel. Also passen Sie auf. Dieser Krieg ist vorbei. Dubai wird evakuiert werden. Und Sie wird man Ihres Kommandos entheben. Ja, war richtig so. Hätte jetzt mal gesagt. Muss nachladen. So. Luft ist rein, Walker. Dann schnappt euer Zeug und los. Wohin jetzt? Vor den Stürmen brauchte Conrad einen Spähposten, von wo er ganz Dubai überschauen konnte. Da, der größte Tower Dubais. Dahin. Das ist eine gute Idee. Walker, ich muss mit dir reden, wegen vorhin. Wir haben Conrads Aufmerksamkeit. Was gibt's da zu reden? Ich hab dich noch nie so erlebt. Mir fehlt nichts, Adams. Wir können nicht ignorieren, was wir gesehen haben. Wir verlassen Dubai nicht, bis die Überlebenden sicher evakuiert werden können. So, neue Geheiminfos. Die ausländischen Hilfsstationen im Stadtzentrum besucht. Wir fanden Leichen. Ist nichts Neues. Nur, dass diese erschossen wurden. Und verbrannt. Und zu den Leichen noch ihre Pässe. Nur einer war noch lesbar. Zoe Strasburg, 29. Deutsche Helferin. Es heißt, ein Paranoiker ist einer, der alle Fakten kennt. Ich kenne nicht alle Fakten, aber ich habe eine Scheißangst. Ich will nicht glauben, dass die Behörden ausländische Helfer hinrichten. Was das für die Evakuierung bedeuten könnte. Aber die Fakten, die kann man nicht ignorieren. Ich muss den Colonel finden, sofort, ohne Verdacht zu erregen. Wenn ich einen Funkspruch absetzen kann, besteht vielleicht noch Hoffnung. Wenn nicht, dann helfe Gott Dubai. Ja. Vertrauen. Ich trau dir, Walker. Ich denk nur, du liegst falsch. Darüber. Gut. So, da sind wieder mal Haftgranaten. Die haben wir kaum aufgebraucht. Müssen wir jetzt auch mal öfter einsetzen. So. Wieder ein Kontrollpunkt erreicht. Da flackt ganz rum. Hört sich wie ein Feuergefecht an. Da vorne. Verdammt, wenn mich jemand hört. Hier ist Rex. Wir werden von der 33. attackiert. Brauchen Hilfe. Schnell. Rex? Scheiße. Gut hat's der 33. gesteckt. Das ist unsere Schuld. Walker, schnapp dir die RPG. Bring sie zurück. Unterwegs. Wir müssen nach vorne reisen. Sie kommen seitlich. Noch mehr Rebellen. Von hinten. Hopp! Verdammt! Das war zu nah an der Wand. Ich sage mal hoppala. Das tut weh. Ja, mei. Was soll man machen, gell? Die saß wie ein Feuergefecht an. Da vorne. Verdammt, wenn mich jemand hört! Hier ist Rex! Wir werden von der 33. attackiert! Brauchen Hilfe! Schnell! Rex? Scheiße! Gut hat's der 33. gesteckt! Das ist unsere Schuld! So, wieder ein schöner Headshot. Alter,
Danke für die Hilfe. Haltet uns die Kerle vom Leib. Tendo am Boden. Feind bewegt sich. Vorsicht. Gegner erledigt. Truppen, da kommen noch mehr. Aus der Bank. Verdammt. Wir sind schwer unter Beschuss! Euch noch! Feindbewegung! Vorsicht! Sie kommen näher! Tango erledigt! Scheiße! Feind getötet! Magazinwechsel! Na, geh halt von der Wand weg. Scheiße, ich brauch hier Deckung. Walker, hier ist einer ohne Deckung. Wir sind erledigt. Feind ausgeschaltet. Bin weiter dran an dem Wichser. Er ist tot. Nein. Ach, Mann, hey! Verdammte Scheiße da! Naja, dann versuchen wir es halt nochmal. Jetzt wissen wir ungefähr, wie es läuft. Verdammt, wenn mich jemand hört! Hier ist Rix!